Länder mitunter ihr Leben für die Freiheit riskieren. Ja, wir müssen reden, weil uns die Bewahrung der Schöpfung am Herzen liegt. Weil wir wollen, dass es wirklich ernst ist mit dem Atomausstieg und dem Umstieg in die neuen Energien. Ja, wir wollen reden über unseren Gott, über das, was wir glauben, über die Güte und Liebe, über Freisein, Beistand und Trost, weil unser Herz voll davon ist. Erzählt von dem Gott, der in den Arm nimmt, die allein ist und weinen muss. Erzählt von dem Gott, der uns singen lässt vor Vergnügen über die Schönheit der Schöpfung. Erzählt von dem Gott, der Einspruch erhebt gegen Größenwahn und Selbstüberschätzung, aber auch streitet gegen Kleinmacher und Angstverteiler. Erzählt von Gottes Güte für dich und mich. Und geht, wohin euer Herz euch weist in diesen Tagen. Und da, wo dein Herz ist, da ist immer auch das des anderen. Deswegen zeigt noch einmal eure Herzwand. Hebt sie nach oben und schaut in den Himmel. Er ist hell geworden. Und dann. Und dann teilt eure Herzhand, die eine Hälfte nach rechts und die andere nach links, zu den Nachbarn, der da ist. Und haltet sie nach oben. 120.000 doppelte Herzen. Wo dein Herz ist, da ist auch meins. Liebe Schwestern und liebe Brüder, der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag ist eröffnet. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seine
Frieden. Amen. Der evangelische Kirchentag bewegt nicht nur die Teilnehmer, nicht nur die Organisatoren und Helfer. Der Kirchentag, behaupte ich, bewegt das ganze Land. Begrüßen Sie Repräsentanten der Stadt Dresden, des Freistaates Sachsen, der katholischen Kirche und der Bundesrepublik Deutschland. Freuen Sie sich auf Grußworte des Bischofs von Dresden, Meister Joachim Reinl, und zum Auftakt auf Grußworte des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Christian Wulff. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen evangelischen Kirchentages. Ich finde es großartig, dass wieder Kirchentag ist. Es bietet sich hier ein großartiges Bild in alle Richtungen. Und ich freue mich, heute Abend und morgen hier bei Ihnen dabei sein zu dürfen. Evangelischer Kirchentag in Dresden, das ist etwas, das mich auch 22 Jahre nach dem Mauerfall tief bewegt. Evangelische und nicht nur evangelische Christen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern kommen hier in Dresden zusammen, um gemeinsam zu beten, fröhlich Gottesdienste zu feiern und sich auszutauschen in einer großen gemeinsamen Verantwortung. Das dient in besonderer Weise dem Zusammenhalt in unserem Land. Und das ist nur möglich geworden, weil es hier in Dresden, nicht nur in Dresden, weil es in ganz Sachsen und den neuen Ländern, in Plauen, Leipzig und anderswo unter der SED-Herrschaft mutige Christen gegeben hat. Weil es offene Kirchen gab. Weil es offene Kirchen gab, die dem Protest der Opposition ein Obdach gegeben haben. Einen Raum zum Reden, zum Fragenstellen und zur Diskussion. Weil Christen ihren Glauben nicht als Privatsache verstanden, sondern als öffentliche Angelegenheit. Gottvertrauen gab ganz vielen politischen Mut. Das hat Menschen befreit und aufatmen lassen. Das hat eine Diktatur gestürzt, das hat Deutschland verändert und unser Land wieder vereint. Christen sagen und zeigen ganz konkret, jede und jeder kann etwas tun für das Ganze. Jede und jeder auf seine Art, je
jede und jeder nach seiner Überzeugung, aus eigenem Antrieb in Gemeinschaft mit anderen. Und es ist einfach schön zu erleben, dass religiöse christliche Werte unser soziales Miteinander positiv prägen. Gegen Gleichgültigkeit, Egoismus und Ignoranz. Es ist wahr, Christen waren damals in der Minderheit. Christen sind auch heute in der Minderheit hier in Dresden, in Sachsen, in allen östlichen Bundesländern, im ganzen Kernland des deutschen Protestantismus. Das macht so manchem Kummer, katholischen und evangelischen Christen gleichermaßen. Aber der Blick zurück zeigt uns, es geht nicht darum, vor allem nicht immer darum, in der Mehrheit zu sein, sondern es geht im Kern darum, von etwas überzeugt zu sein. Es geht darum, einen festen Kurs zu haben, eine innere Orientierung. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen und sich und vor allem anderen Mut zuzusprechen. Das kann man hier die nächsten Tage mit Händen greifen, sehen und fühlen. Und das führt zur Fröhlichkeit von Kirchentagen. Es geht auch heute, und es kann uns auch heute gelingen, Kräfte freizusetzen, Kräfte zur Veränderung und zur Verbesserung von Kirche, Staat und Gesellschaft. Und dafür sind Kirchentage da, etwas Gutes zu tun, dass wir uns bekennen, dass wir einander brauchen, dass wir in Begleitung des anderen einander brauchen und dass wir die Kraft des Glaubens und des Evangeliums brauchen. Und ich möchte an dieser Stelle als meinen persönlichen Wunsch hinzufügen, die Kirchen brauchen sich gegenseitig. Das haben inzwischen die meisten längst begriffen. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich immer mehr Beispiele sehe im Alltag für gelingende Ökumene, die selbstverständlich werden muss. Als ich am letzten Sonntag in Pillwitz in Mecklenburg war, feierte der evangelische Pfarrer ganz selbstverständlich mit uns in einer katholischen Kapelle Gottesdienst. Umgekehrt könnte es noch ein etwas schwierigerer Prozess sein. Ich bin kein Theologe, aber ich weiß, wie viele Menschen in beiden Kirchen sich wünschen, mehr ökumenische Zusammenarbeit, mehr Mut aufeinander. Die Predigt des Landesbischofs hat mich tief bewegt. Das hat sie gespürt, dass man so stark in die ökumenischen Fragen nicht eintauchen konnte, sondern über die ökonomischen Fragen hier abgelenkt wurde, von den wirklich wichtigen Fragen, dass ich doch sagen möchte, wenn Sie immer eine solche Wirkung haben, Herr Landesbischof, dann mache ich mir um die Landeskirche überhaupt keine Sorgen. Wir brauchen ökumenische Zusammenarbeit, wir brauchen Mut, aufeinander zuzugehen und wir brauchen gemeinsames Handeln und Beten. Das sollte ein Signal von Dresden und diesem Kirchentag sein. Viele Menschen in beiden Kirchen wissen, dass die christliche Botschaft in Zukunft nur glaubwürdig ist, wenn sie von allen Christen gemeinsam bezeugt und gemeinsam gelebt wird. Unser Land der Reformation sollte noch viel mehr das Pionierland der Ökumene werden. Gemeinsamer Glaube. Gemeinsamer Glaube macht innerlich stark. Darum haben wir Christen keine Angst davor, dass andere in unserem Land keinen oder einen anderen Glauben haben, dass andere auf ihre Weise fromm und gottesfürchtig oder aus eigenem Willen heraus atheistisch leben wollen. Der christliche Glaube hat keinen Grund zu Angst und Mutlosigkeit. Darum hat er auch den Mut, andere religiöse Glaubensüberzeugungen in unserem Land zu respektieren. Wir reden für das Recht eines jeden und einer jeden ein, nach eigenem Glauben und eigenem Gewissen leben zu können. Und ich möchte den Wunsch hier auch noch anmerken, was für die Glaubensfreiheit in unserem Land gilt, das soll überall, das muss weltweit gelten. Ich erinnere heute Abend daran, dass in vielen Ländern unsere christlichen Glaubensschwestern und Brüder bedroht, drangsaliert und verfolgt werden. Ich erinnere an die koptischen Christen in Ägypten. Sie gehören zu den ältesten christlichen Gemeinden der Welt.
Auch Sie haben das Recht, nach Ihrem Glauben und Ihrer Überzeugung